Nächste Lektion, Lektion 14, vorwärts Slalom. Zum Glück funktioniert jetzt das Lenkrad gut, weil beim Slalom wäre das wahrscheinlich gar nichts geworden. Truck Slalom ist eine große Herausforderung, die fortgeschrittenes Können erfordert. Erreiche den markierten Punkt und achte auf die Pylonen. Sei vorsichtig mit dem Anhänger. Okay, what? Wir haben den Anhänger. Schon wieder falsche Taste. Sorry. Nee, wir haben gar keinen Anhänger. Mieses Spiel. Reicht das? Das reicht. 100%, null Fehler. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Anhänger. Oder auch nicht. Lektion 15, Rückwärtsslalom. Fahre nun den gleichen Slalom rückwärts. Der Truck ist dann sehr wendig. Also sollte die Aufgabe leichter sein als die vorherige. I don't think so. Vor allem sieht man ja eben nichts mit diesen sehr schönen also jetzt müsste man nämlich wieder die Spiel umstellen und das ist ja auch irgendwie doof zu sehen, wo die Hinterräder sind. Egal, wir starten das nochmals. Ich versuche es zuerst mal in der Innenperspektive. Aber ich verspreche da nichts. Und nun sind die Spiegel wieder umgestellt. Danke dafür. Sehr nett. Also die Konfigurationen im Spiel, die möchte ich manchmal nicht so gut behalten. Ich musste auch beim... Shit. Ich musste auch beim Neustart das ganze Lenkrad nochmals neu einstellen. Sonst wäre das nämlich gar nicht gegangen. Das funktioniert schon mal ziemlich viel besser als die anderen Aufgaben, wo ich die Spiegel benutzen müsste. Ja gut. Aber trotzdem viel zu lange mit die, für die Zeit, die man echt brauchen dürfte. Aber nur Fehler. Oder doch ein Fehler? Ja, wahrscheinlich, weil ich die Wand berührt habe. Lektion 16, vorwärts Slalom mit Anhänger. Der Anhänger sorgt für die nächste Herausforderung. Fahre den Slalom in möglichst kurzer Zeit und achte dabei auf die Pylonen. In 25 Sekunden. Mit einem Anhänger. Ich weiß nicht, was die Entwickler hier sich dabei gedacht haben. Aber das ist unmöglich. Ich meine, ich brauche schon, nur um den Truck zu starten, 10 Sekunden. Also, keine Ahnung, ob die Zeit selber auch mal gefahren sind oder ob sie einfach gesagt haben, ja doch, doch, das schafft man in dieser Zeit. Weil für mich sieht das gar nicht so aus. Als ob das machbar wäre. Habe ich was berührt? Okay. Wenigstens einstehen. Okay, ich habe keinen Fehler.
Ich glaube, das sollte heißen, keine Fehler. Und jetzt rückwärts. Ja, klar. Lektion 17, Rückwärtsslalom mit Anhänger. Endlich die größte Slalom-Herausforderung. Rückwärtsslalom mit einem Anhänger. Setze alle Fähigkeiten ein, die du bisher gemeistert hast. Das wird nix. Kurz mal schauen. Das wird nix. Ich kann zwar eigentlich gut LKW fahren in diesen Simulatoren, aber das hier ist halt wie nochmals etwas ganz anderes. Man sieht einfach nichts. Und wie gesagt, schon tausendmal eben die Spiele sind ein bisschen ein Problem, finde ich. Da ist sicherlich noch Bedarf da, um das Ganze zu verbessern. Ansonsten gefällt mir diese kleine Tech-Demo, könnte man sagen, von dem Spiel eigentlich ganz gut. Die Physik funktioniert eigentlich ziemlich gut und auch die Grafik ist sehr schön, aber ich bin da gespannt, wie es dann im richtigen Spiel aussehen wird mit diesen ganzen langen Pisten, Straßen, Sand, Wüsten, Dschungelregion und so weiter in Australien. Mal schauen, wie das so wird. Lektion 18, enge Wendemanöver. Das Wenden an engen Stellen kann sehr nützlich sein. Wende ohne einen der Pylonen zu berühren oder. Alte deutsche Sprache. Aber denke daran, dass es möglichst schnell gehen sollte. 50 Sekunden, beliebige Parkgenauigkeit. Zeig erstmal. Eigentlich einfach rechts, links, wieder zurück. Ich glaube, das ist ein bisschen zu scharf. Oder auch nicht, könnte passen. Naja, Fehler. Ich habe vier Pylonen berührt. Okay, nochmal bitte. So drücke ich immer diese Taste. Den sollte ich nicht berührt haben. Gut. Die habe ich berührt. Ich finde diese Trucks halt ziemlich schwer zum Einschätzen mit dieser langen Schnauze, immer wie das genau aussieht, wie viel Platz man hat und so weiter und so fort. So wird das überhaupt nichts. Also ist ja noch viel spitzer als vorhin.
Und dabei sieht die Fläche hier eigentlich genug groß aus. Na gut, den nehme ich jetzt mit. Naja. Naja, nicht meine Meisterleistung. Lektion 19, enge Wendemanöver mit Anhänger. Oft musst du mit einem angehängten Anhänger wenden. Natürlich muss dazu etwas mehr Platz vorhanden sein. Allerdings nicht viel. In einer Minute mindestens. In 35 Sekunden. Wie? How? Ich will jemanden sehen, der das Ganze hier in 35 Sekunden schafft, bitte. Aha. Okay. I see what you did there. Den ersten Pylon schon mitnimmt, dann brauche ich gar nicht weiterfahren. Ja, okay, da habe ich jetzt echt keine Ahnung, wie man das schaffen soll, wenn ich da ehrlich bin. Das sollte man niemals machen. Das macht die Reifen so kaputt, wenn die sich auf der Stelle drehen, so gesehen. Nö. Dann wird nichts. Könnte zwar eher was werden, aber den nehme ich trotzdem mit. Und wenn, dann bitte nur einen. Oder ich mache es noch schlimmer und mache das Ganze dann so. Knappes Ding dort hinten. Jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo wir da ein Problem haben. Das wird so nix. Mindestens ein Pylon nehme ich so mit. Okay, jetzt sogar zwei. Den habe ich schon berührt. Oder drei, weil ich da nicht gut schaue. Aber die kann sogar platt fahren. Okay, nice. Nice Detail. Komm, das ist eingeparkt.